Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier in Ark. Ich habe jetzt blöderweise ein bisschen vergessen, was wir zuletzt gemacht hatten. Aber naja, wir gehen mal einfach mal irgendwo hin, gucken mal, was die Quest hier jetzt für uns offen hat. Sorry. Ich muss mal was trinken wegen dem Hals. Ich habe irgendwie in letzter Zeit so ein Kratzen im Hals. Deswegen entschuldige ich mich dafür schon mal, wenn ich nicht immer rechtzeitig schaffe, ein Mikro auszuschalten, wenn ich husten muss. Guten Abend. Guten Abend. Ich feiere das aber schon, dass wir mittlerweile hier so Ebenerz-Sachen haben, beziehungsweise hier vom rechten Weg oder rechter Fahrt. Irgendwie sowas in der Richtung. Und, nee, warte mal. Wo müssen wir hin? Dahin. In Seeheim. Was haben wir denn für eine Quest gerade aktiv? Teile und herrsche. In Seeheim nach Hinweis über Milbert suchen. Ja, machen wir dann mal. Naru? Wird aber auch schnell dunkel hier, habe ich so das Gefühl. Was ist jetzt mit ihm? Wo rennt er hin? Elende Schlampe! Wirst du morgen? Nenn mich nicht so. So menschliches Herz. Was habt ihr davon? So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Na du? So, das ist glaube ich noch nicht. Wir müssen weiter geradeaus. Ne, warte mal. Wir müssen dafür glaube ich hier am Strand entlang. Kann das sein? Dem Strand? Ich glaube, das war schon doch mit dem Strand dahin. Numerische Soldaten. Was wollen die denn hier? Also, die sind ja überall. Was haben die hier jetzt für... Also klar, die wollen hier jetzt eine Invasion starten und so, aber die sind ja jetzt überall. Na, meine kleine Krabbe. Ich glaube, wir müssen in die Hütte da. Ich höre hier überall die Krabben. So, die Hütte war doch, glaube ich, von Untoten bevölkert. Wenn ich mich richtig entsinne. Warte mal. Ich will es nicht hören. Verdammt, ich habe genug von deinen Lügen. Aber bei Malphas, ihr, bitte, ihr müsst mir helfen. Sie hat vollkommen den Verstand verloren. Es ist der Staub. Sie ist nicht sie selbst.
Na sowas, die Schoßhündin kehrt zurück. Ich hätte mir denken können, dass ihr nicht ablasst. Aber wisst ihr was? Diesmal nicht. Ich werde mich nie mehr von diesem Miststück eines Bruders herumschubsen lassen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Indem ihr ihn umbringt, macht ihr auch nichts besser. Teilt das Geld doch einfach auf und fertig. Legt die Waffe weg oder ich muss euch dazu zwingen. Spart euch den Atem, ich werde euch nicht aufhalten, aber ich will, dass es sich für mich rentiert. Ihr wollt euren eigenen Bruder töten, nur wegen eines verdammten Erbes? Nein, das hier? Nein, das könnt ihr vergessen. Er würde niemals loslassen, bis er hat, was er will. Es endet hier, dafür werde ich sorgen. Ihr wollt euren eigenen Bruder töten, nur wegen des verdammten Erbes? Ich scheiße auf das Geld. Ich habe euch erzählt, wie mich dieser Mistkerl behandelt hat, seit die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben. Ihm wäre es doch lieber gewesen, wenn ich gleich mit ihnen verreckt wäre. Scheiße, Verdammte. Ich bin am Ende, das weiß ich doch auch. Aber es ist seine Schuld, verflucht nochmal. Seine, weil er nie für mich da war. Nicht, als wir unsere Eltern verloren haben. Nicht, als ich diesem beschissenen Staub verfallen bin. Nie! Wisst ihr, bevor er euch nach mir geschickt hat, hat er es selbst versucht. Das war das erste Mal, dass ich ihn seit Jahren gesehen habe. Aber nein, natürlich ging es nicht um mich. Es ging um sein verdammtes Geschäft und das Geld, das uns beiden gehört. Versteht ihr? Uns beiden! Und ich bin es leid. Ich kann einfach nicht mehr. Ihr steht unter Drogen, Sila, und ihr macht einen verdammt großen Fehler. Ah ja? So fühlt es sich aber nicht an. Ach ja? Das werden wir ja sehen. Kann ich sie K.O. hauen? Nein! Bei Malfas. Sie. Der Schlüssel für den Käfig. Schnell. Holt mich hier raus. Ich wollte sie nicht töten. Ich nehme die Groschen trotzdem an mich. Das war etwas viel auf einmal. Der Sonne sei Dank habt ihr ihren Lügen kein Gehör geschenkt. Sie, diese verdammte Droga, sie hat sie zerstört. Stimmt es dann wirklich, dass ihr sie im Dorf zurückgelassen habt? Was? Nein, natürlich nicht. Sie rationalisiert. Wisst ihr, von dem Moment an, als sie das erste Mal geschnupft hat, hat sie begonnen, mich für ihre Misere verantwortlich zu machen. Immer und immer wieder. Es ist einfach leichter, die Schuld in jemand anderem zu suchen, als seinen eigenen Dämonen ins Gesicht zu blicken. Ja, vielleicht hätte ich mehr tun sollen. Aber am Ende des Tages war es ihr Leben, oder? Ich habe mein Bestes getan, in dieser Welt zu überleben. Aber sie wollte stehen bleiben. Ich schätze, darauf läuft es am Ende heraus. Und nun? Nun bekommt ihr erstmal eure Belohnung. Hier. Ihr könnt den Schlüssel haben. Was noch übrig ist, ist bei Weitem nicht genug, um meine Schulden zu decken. Aber ohne euch wäre ich jetzt tot. Tja, und in Anbetracht der Umstände komme ich mir fast albern vor, das zu sagen. Aber ich habe euch noch ein Buch versprochen. Und das sollt ihr haben. Erbuch Einhandkampf? Nehmen wir das? Gut. Hier. Jetzt entschuldigt mich. Sila hatte den Verstand verloren, aber sie war dennoch meine Schwester. Ich will gebührend von ihr Abschied nehmen. Das ist alles? Ein Lehrbuch und ein Tresorschlüssel für euer Leben? Wieso habe ich jetzt nur das zur Auswahl? Na schön. Hier. Aber mehr habe ich nicht. Jetzt geht. Ah, ihr. Was gibt es? Warte mal. Wo findet ihr Lehrbücher? Hier. Lehrling? Das Ding bringt mir nichts. Sorry, Sila, ich wollte das nicht. Ähm,
Die Quest ist jetzt abgeschlossen, ne? Die Herren der Verstoßenen? Manfreds Vermächtnis, eine neue Haus für Aurora geschaffen. Mythen und Legenden, alle mythischen Kreaturen für, auf Enderal finden und besiegen. Den stählernen Wächter finden und bezwingen. Haben wir da irgendwie was? Nö. Ein bewegendes Bildnis, das verlorene Bildnis finden. Würde ich das dann mal machen? Ich wollte sie wirklich nicht töten. Das jetzt, das war ein Versehen. Da ist noch ein Camp. Wo muss ich dafür hin? Okay. Da waren wir aber noch gar nicht. Wollen wir mal dahin? Also, wir waren schon mal davor, aber im Grunde konnten wir da ja jetzt nichts machen. Beziehungsweise doch, konnten wir eigentlich schon. Nur dieses mulmige Gefühl war quasi als Text eingeblendet, das weiß ich noch. Und wir sind deswegen gegangen. Vielleicht, wenn wir jetzt dahin gehen, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht könnten wir es jetzt überleben, überstehen, wenn wir da reingehen. Ich guck nochmal auf den Map, okay, erst einmal ganz normal nach Flussheim, okay. Ganz normal nach Flussheim und von da aus nochmal schauen. Warte mal. Das ist der falsche Weg. Ich hoffe, wir werden hier jetzt aber nicht wieder von irgendwas angegriffen. Ach, hier sind Untote wieder. Die sind wieder da. Oh, warte, der hatte Pfeile. Aber die gehen jetzt mittlerweile schnell hinüber. Ich hoffe, wir finden mehr von den Waffen. Und Ausrüstung meine ich eher. Na? Wo kommst du denn her? Das nehme ich, die Pfeile. Wie viel Mana hast du, verdammt nochmal? So, was hast du davon? Alter. Wo ist die Entropie-Magierin? Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir aber definitiv verfuttern. Vielleicht noch mal kurz nach Ark gehen, Brot holen oder Brezeln. Ich hätte wieder Bock auf Brezeln.
Also ich habe jetzt auch privat lange keine Brezeln mehr gegessen. Da hinten ist noch eine, okay. Mooskrabbler. Okay, hier das Herzland ist ja mittlerweile richtig einfach, richtig easy. Alte Zollstation. Hier mit 2-3 Schlägen alles schon besiegt. Also müssen wir definitiv mal weiter hinaus, und zwar haben. Klar, es gibt hier noch Gebiete, wo wir, wofür wir noch zu schwach sind. Also wenn wir jetzt hier auf der Karte gucken, hier das Nordwindgebirge, hier oben, ist alles noch ein bisschen sehr, sehr stark. Aber hier, würde ich sagen, ist das noch im machbaren Bereich. Da kriegen wir dann wahrscheinlich auch mehr von der Ausrüstung, die wir brauchen und suchen. Manche Schichten gehen einfach nie zu Ende. Schreitet wohl! Ganz ehrlich, deinen Job hätte ich auch gerne. Den ganzen Tag nur mit einer Fackel hier hin und her laufen. Wo, falls mal wirklich ein Angriff kommt, dann hätte ich lieber nicht mehr den Job. Madame. Monsieur. So, wo ist jetzt nochmal die Dame, obwohl um die Uhrzeit ist die wahrscheinlich nicht mehr da. Mit dem endraleischen Brot. Vor allem, wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Wir könnten auch einmal kurz zur Bank gehen und da das Dings rausnehmen. Was war das eigentlich jetzt für ein Bild? So, gehen wir mal in die Bank. Der hat ja auch schon mittlerweile Feierabend. Bisher. Schlüssel. Muss man knacken. Benötigt einen Schlüssel. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Grüße. Und Grüße. Will das nicht knacken? Ah! Mana-Trank fein. Krankheitsheiltrank. Ich glaube, das ist der falsche. Morgenlufttrank, massive Ruhe. Das ist mein Fach, okay. 11.530.
War das eine wirklich das? Das hier? Ich erkenne hier sonst nichts. Was soll ich mit dem Mana-Tank feiern? Okay, wir gehen mal. Die beobachten uns schon. Gibt es hier vielleicht auch irgendwie eine Quest, wo ich die Bank hier irgendwie ausrauben muss? Madame. So? Messer. Hier zum Beispiel kommt man. Leeres Pergament lesen. Ja, okay. Mhm. Noch ein leeres Pergament. Lesen Einnahmen. Okay, ich komme hier so nicht durch. Gehen wir mal kurz nach Hause. Legen uns da mal hin, bis es Tag ist. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur zu dieser einen Burg. Nicht Burg, Schloss. Anwesen. Irgendwie sowas in der Richtung war das auf jeden Fall. So, war das jetzt meins? Haus der Toten, da haben wir's. So, wo war hier das Bett? Schlafzimmer? Hier. Schlafen 1 Uhr morgens? Ja, machen wir bis 8 Uhr morgens. Da müssten dann alle wach sein. So. Ich gucke mal, ob wir hier nochmal die Sachen verkaufen können. Ob der Dings hier wieder da ist. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles zu den Freunden. Schreitet wohl. Man muss eben arbeiten, wenn man was erreichen will. Ja, ja. So, erstmal verkaufe ich ihr was. Oder? Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Ich würde jetzt gerne. Zeigt mir euer Angebot. Sitzen einfach nur rum und warten darauf. Aber immer doch. Von selber klären. So, okay. Stab des Kettenblitzes. Wie viel Groschen hat die? 1025, okay. Kaufe ihr das? Elixier des Apothekarios. Anschnaps, Handwerksbuch, Verzauberung, Geselle, Einhandkampf, Lehrling, den brauchen wir ja nicht mehr. Leersalze, menschliches Herz, eine Perle,
Rattenhaut. Warum haben wir Rattenhaut? Raubvogelei. Roter Wirnwurz. Ich weiß jetzt nicht, wofür wir den roten Wirnwurz brauchen. Salz, Vogelei, Wirnwurz, Weizen. So, das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Die müsste ich eigentlich mal... Schreitet wohl. Die müsste ich mal einlagern. Obst, frisches Obst. Wo ist die Lagertruhe, die ich hier war? Da, da ist sie. So, okay, ich habe so viel, viel mehr im Inventar. Ich will den auch ablegen. Die ganzen Baupläne. Blauer Quarz. So, die Schädel kommen da rein. Dämmerblumensaft. Goldbarren, großer Seelenstein, makloser Amethyst. Wir haben so viel Edelbarren. Müssen wir auch mal irgendwo verkaufen. Frisches Brot, alles frisch. Ja, der kocht doch alles ab. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ja, ja, ich will dir nur meinen Scheiß andrehen. So. Eterner Hammer. Eterner Schwert. Eichenbogen des Mananzugs. Korschwert. Hier die Axt dafür haben. Die ist irgendwie cool. Ist ja vielleicht irgendwie ein. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Stab des Feuerballs, das kann er sich nicht mehr leisten. Wegestreuen Schwert. Wegestreuen Kriegsaxt. Ach, wir haben den Wegestreuen Schwert zweimal. Das Fährtenlesers ist auch irgendwie cool. Set von Zöllner. Set der Gefallenen. Eterner Schild des Widerstands. Kann er sich nicht mehr leisten. Eterner Stiefel. Mann, Assassinharnisch. Kappe des Magiesturms. Pyräische Rüstung. Kann er sich alles nicht mehr leisten. Okay, mal gucken, hat er irgendwie sonst was, was wir brauchen könnten? Jo, bei mir fängt es an zu gewittern. So, Rhetorik, weiß ich nicht. Verzauberung, Einhandkampf. Ich glaube, Einhandkampfmeister. So, dann hat er jetzt erstmal wieder Geld. Schwere Rüstung, Erzählung des Wanderers, der Seraph, der blinde Schürfer, Mythen und Legenden, der blinde Schürfer und die Aschewitwe. Die kaufe ich auch mal. So, dann kann ich ihm jetzt, ab hier den... die Eterna-Sachen hier verkaufen. Eterna-Schild. Eterna-Stiefel. Das hier brauchen wir nicht. Pyräische Rüstung. Sieht zwar cool aus, aber weg damit. Sternlingshelm weg. Ein Wegestreuenhelm weg. Die Sets behalte ich mal. Hier behalte ich alles. So, so, Amethyst, blauer Quarz, makloser Amethyst. So, warte, Goldbarren. Ein
eines alten Volkes. Mondsteinbahn, Rubine, Silberbahn und Stahlbahn. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Hm? So, jetzt die Bücher lesen. Warte mal. Einhand Meister. Ihr könnt dennoch verwenden. Jedoch wäre es sinnvoller, stets Lehrbücher zu lernen, die euren Können in der jeweiligen Fertigkeit entsprechen. Wollt ihr dieses Lehrbuch trotzdem lesen? Ja. Machen wir hier auch ja. Auch ja. Auch ja. Handwerksbuch Verzauberung gesammelt. So, Mythen und Legenden. Der blinde Schürfer. Den blinden Schürfer finden und bezwingen. Und die Aschewitwe. So, okay. Fremdenviertel. Madame? Hier ist eine Eisplanke versteckt. Das ist ja mies. So, Eisplanke. Hm? Geht weiter. Adasi. Bürger und Bürger. Ihr da! Ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Ich liebe die einfach. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Die könnt ihr mir alles verkaufen. So, Cremetorte nehmen wir auch nochmal. So, Dattelkuchen. So, Krustenbrot. Honignusszopf, Kuchen. Unvergleichliches Brot. So, dann haben wir ein bisschen was an Essen, um Leben zu regenerieren. Madame. So, dann machen wir uns mal auf den Weg in Richtung dieser einer Behausung. Die eine, die wir noch gar nicht waren. Die Frage ist, schreitet hoch. Für mich jetzt, dürfen wir da überhaupt schon hin? Müssen wir da jetzt, oder können wir da überhaupt jetzt hin? Madame. Oder passiert etwas irgendwie, das uns daran hindert, da weiterzukommen? Wird jetzt aber erstmal so ein langer Weg sein dahin. So, tollwütige Hase oder kein tollwütiger Hase? Wäre wohl lustig, wenn es hier auch tollwütige Hasen gäbe. Hüchse, ja. Hatten wir vorhin sogar noch einen? Wieder Untote oder nicht? Sieht nicht danach aus. Okay. Aber ich glaube, für diese Wegestreuen-Rüstung müssen wir wirklich definitiv mehr im Dingsgebiet unterwegs sein. Bei der Pulverwüste. Ich glaube, dort kriegen wir
Mein komplettes Set sogar noch voll, vollzählig. Boah, ich liebe die Melodie. Ich liebe die einfach. Na, Kätzchen? Nächste Stufe in 6000 Punkten, okay. Wie kommen wir jetzt so schnell an 6000 Punkte ran? Wahrscheinlich indem wir einfach alles abschlachten, was uns vor die Füße läuft. Ich finde es aber trotzdem krass, dass hier der erste Weg so eine richtig graue, kalte Landschaft ist. Genau die Hütte. Und dann müssten wir jetzt gleich bei Flussheim da sein. Vor allem, ich finde es auch krass, dass wir vor vielleicht 10 Folgen noch hiergegen kaum etwas ankamen. Und jetzt mittlerweile alles, was im Startgebiet ist, hauen wir einfach so im Nu weg. Hat auf jeden Fall was von Gothic, muss ich sagen. Am Anfang, da ist man so oder so hier, also im Startgebiet so oder so erstmal am Arsch. Und weg vom Startgebiet so, erst recht irgendwie kann man nicht hinten, sagen wir so. Und nach durch die Lernpunkte und so wird man besser. Man muss aber auch, bei Gothic 2 war das ja so schlimm, so dass ich mich da auf jeden Fall anfangs verskillt hatte. Und es ewig gedauert hatte, bis ich dann irgendwie zurechtkam. Vor allem gegen die Suchenden. Ich habe so noch. Wegen meiner Verskillung anfangs habe ich so einen Hass auf die Suchenden entwickelt. So, Flussheim, wir sind da und da wollen wir hin. Die Burg, die Festung da hinten. Jetzt die Frage, wie kommen wir am besten dahin? Was war nochmal der Weg? Im Grunde durch Flussheim durch. Und dann beim Altar verlorenen Kreis Richtung Süden.
ist denn eigentlich Silas? Der war doch auch hier irgendwo. Okay, da ist er. Da spielt er auch. Springt da ein bisschen rum. Ich war beim Schrein, aber da war nur ein zweiter Hinweis. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlem Baum. Gut, so langsam verstehe ich gar nichts mehr. Schau dich doch am besten selbst ein bisschen um. Wenn er vorhin den Schrein gemeint hat, muss es jetzt auch irgendwas hier in der Nähe sein. Ich warte hier so lange. Okay, damit kommen wir auch erstmal nicht weiter. So. Rennen wir mal noch ein bisschen. Okay, ich kann durch meine Kopfhörer durch hören, wie es draußen am Schütten ist. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Ist übel draußen gerade. So, warte mal, ist das schon? Ne, noch nicht. Okay, wir müssen noch die Brücke hier überqueren. Ich höre eine Windwurz. Okay, Straßendiebe wieder. Die werden diesmal ein Kinderspiel sein. So. All eure Besitztümer gehören jetzt mir. Aber okay, hier ist das. Was ist das eigentlich genau für ein Steinkreis? Was können wir damit irgendwie was machen? Ist das so gewollt? Hier ist Geld. Ich will gerade Geld haben, hallo? Ja, den Schädel will ich nicht haben. Ich will wissen, was das für ein Trank ist und ich will das Geld haben. Ich glaube, das wird wohl nichts. Aber wir machen uns mal auf den Weg in Richtung des Anwesens. Warte mal, hatten wir dafür vielleicht auch eine Quest? Kali im Tempel suchen, Arantial von Geschehnissen berichten, das Wrack am Morgentau finden und nach Hinweisen auf Taras Verbleibsunterricht in der Nähe der Quellwacht Niederlandsnisteln suchen, der Wüste Staubmadenstacheln sammeln. Geheimnisse aus der Büchse, den rätselhaften Ort finden, alle Bände des Schlechters finden, mit Rascha sprechen, wenn die Kämpfe bereit sind. Alle Wünschelbrunnen finden und ihnen ihre verlorenen Herzen zurückbringen. Dem Wünschelbrunnen an der Sonnenküste sein Herz zurückbringen. Dem Wünschelbrunnen am Tiefgrab sein Herz zurückbringen. Am Goldenforst sein Herz zurückbringen. Dem Wünschelbrunnen in der Pulverwüste sein Herz zurückbringen. Finden mag schön Gutes. Arks letzte Wacht untersuchen. Wildmagier Bertolus den Schlitzer zur Strecke bringen. Das können wir. Es sind nur 2 Sterne.
Feuervogeleier ein Dünheimer Versorgungsschiff beschaffen und zu Kurmai bringen? In der Nähe Umgebung des Bauernthrons beschaffen und zu Kurmai. Spuren der Vergangenheit, ein kritisches Artefakt in Alt-Dolisch finden, kritisches Artefakt in Ashkaman finden und Mishkamur finden. Geheimnisse herausfinden, was der Schlüssel aus Jeros Schatulle öffnet. Ich markiere mir das da auch mal. Nur für den Fall. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, was das Schlüssel auch macht. Ja gut, renn. So, das nehmen wir mit. Truhe ist leer. So, was ist mit dir, Kollege? Noch mehr Straßendiebe. Halten die zusammen oder wie? Elende Ratte. So, das war's mit dem. So, Pfeil, Dietrich. Broschen. Jetzt dürfte hier keiner mehr sein. Ach cool, der sitzt da sogar. Ich gehe aber davon aus, dass wir dafür jetzt stark genug sind. Sind ja noch mehr Straßendiebe. Die haben hier aber auch irgendwie gefühlt nichts vom Wert mehr. Warte mal, da oben ist was. Schild aber. Genesungstrank, ranzig, nice. Ein Groschenbeutel nehme ich auch mal mit. Hatten wir denn die nicht eingesammelt oder sind die wieder gerespawnt? Ist das der richtige Weg? Ich würde jetzt gerne wissen, was das da ist. So, da vorne gibt es bestimmt auch wieder jemanden. Oder auch nicht.
Ich kletter da jetzt nicht hoch für die Windwurz. Was soll ich jetzt eigentlich mit den ganzen Windwurzen, die wir jetzt einsammeln? So, und was ist das da? So, okay, wo seid ihr Wölfe? Die können mir gar nichts mehr. Nice. So, ich möchte wissen, was das da ist. Schrein in Goldfurt entdeckt. Was ist das denn für ein Schrein? Genesungstrank, ranzig, nehme ich mit. Und drei leer Groschen, noch ein Groschen. Noch ein Groschen. Würzgras, was ist das? Dolch der Verzweiflung. Noch ein Groschen. Und Rezept Wolfsblut. Auch noch eine mögliche Verwandlung in Wolfsform kann nur von Lykanthropen verwendet werden. Ja gut, ich will jetzt eine Sache ausprobieren. Vielleicht noch mal kurz speichern. Ihr spürt ein flaues Gefühl in eurem Magen. Eine diffuse, mächtige Präsenz. Irgendetwas oder dessen Fehlen. Jedoch scheint sie daran zu hindern, Form anzunehmen. Alter, wir hauen die alle mittlerweile zu Klumpen. Vielleicht jetzt eben noch mal kurz eine Brezel essen. Gibt es sonst noch irgendwas? Eispranke. Ich habe eine Theorie, was hier vielleicht sein könnte. Es hieß ja, irgendwas versucht hier Form anzunehmen. Und ich habe so ein Gefühl, das könnte genau so eine ähnliche Story sein wie mit der Wolfskönigin aus Einsamkeit in Skyrim. Die wollte ja auch wieder Fuß fassen in die Welt. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!